Sonntagmorgen, 9.30 Uhr. Wenn kein Öl mehr tropft, dann heißt es nur, dass kein Öl mehr drin ist. Herzlich willkommen beim Oldtimer Zentrum Berlin. Wir haben heute ein cooles Kundenfahrzeug dabei. Und da dachte ich mir, hey, schnappst du dir mal den Kameramann und machst mal eine kleine Ausfahrt. Das hier ist eine Chevrolet Chevelle. Das ist ein besonderes Modell, das nennt sich 300 Blitz. Also das Auto hier gehört einem Kunden von uns, den kennen wir jetzt mittlerweile schon seit, ich glaube, 6 Jahren oder sowas. Der hat damals bei uns dieses Auto gekauft und hat sich den dann fertig gemacht. Wir haben das Auto damals in Los Angeles gekauft und unser Kunde hat ihn dann von uns übernommen. Der hat das Auto einmal komplett lackieren lassen. Wir haben so 2, 3 Bilder von der Restauration, der hat leider nicht so viel übrig gehabt, aber ihr könnt euch das mal jetzt kurz anschauen, da haben wir, da seht ihr jetzt mal eben 2, 3, 4 Bilder, die wir da haben. So, das heißt, der hat das Auto komplett lackiert, das sieht man, und das ist eine ganz untypische Farbe, aber die steht dem Auto sehr gut. An die Audi-Jungs, das ist hier Daytona Grau, das ist so ein Seidenmatt. Aber es ist halt auch, also es ist nicht so ein speckiges Matt. Das ist, lässt das Auto wirklich cool aussehen. Das passt auch irgendwie so zu der Zeit. Das ist auf jeden Fall eine coole Farbe. Der Motor, der läuft erste Sahne. Der Motor stand seit 5 Monaten unangetastet in der Garage. Wintersaison, jeder kennt's. Der Kunde hat den Wagen gestartet. Erste Schlüsselumdrehung, sofort gekommen, nicht abgesoffen, ist stabil da gewesen. Also der Amerikaner nennt sowas in der Regel Bulletproof. Es wurden viele Sachen erneuert, also zum Beispiel die komplette Aufhängung vorne wurde erneuert, die Federn wurden gemacht, die Stoßdämpfer wurden gemacht, hinten sind Hijackers drin. Und er fährt sich wirklich angenehm, er ist angenehm am Gas, der ist nicht so ruppig, also du kannst angenehm beschleunigen, Getriebe schaltet durch, gar kein Thema. Also wunderbar, es ist wirklich ein sehr, sehr angenehmes Fahren. Das macht wirklich Spaß. Das ist ein Driver. Das Ding hier, das wird gefahren. Und das Auto hat ihm super viel Spaß gemacht. Der gibt ihn jetzt ab, weil er ein Pickup haben möchte und meinte, du Patrick, einer von meinen Spielzeugen muss weg. Und da muss jetzt die Chevelle dran glauben. Dafür kommt demnächst ein cooler Pickup. Wir kümmern uns natürlich vorbildlich um den Verkauf. Das bedeutet, wir machen jetzt erstmal eine komplette Probefahrt, nehmen euch so ein bisschen mit. Wir gucken uns den erstmal von unten an, würde ich sagen. Und dann zum krönenden Schluss nehmen wir uns dann mal das Außenkleid vor und präsentieren euch mal eine sexy Chevelle. So, wir gehen mal jetzt in die Werkstatt, schauen uns mal das gute Stück von unten an. Konnten jetzt 20 Minuten das schöne Wetter genießen und ich kann euch sagen, kein Poltern, kein irgendwelches Schlagen. Also vom Fahrwerk her macht das Ding auf jeden Fall schon mal richtig Laune. Aber jetzt gucken wir uns mal auch das Blechkleid von unten an. So, wir haben die Chevelle jetzt mal auf die Hebebühne genommen und schauen sie uns mal gemeinsam an. Ich habe sie bisher von unten auch noch nicht gesehen, das heißt also, das wird spannend. Also, wir fangen mal vorne an und wir können feststellen, es wurden jede Menge Gummis neu gemacht. Querlenker sind neu, oben auch, da sind die Gummis neu, Bremsschläuche sind auch neu. Also die Sachen, die wurden hier schon alle gemacht, das passt, deswegen klappert auch gar nichts beim Fahren. Ne? Was er hat, ist, dass er schon so ein bisschen Ölkontinent ist. Der verteilt gerne mal so ein bisschen den Tropfen Öl, das hat er vorne am Lenkgetriebe ein bisschen. Und dann vermute ich mal, kommt das irgendwo nochmal über die Dichtung von der Ölwanne zum Motor hin.
Hier sehen wir auch so eine Stelle, da hat man schon mal versucht, das so ein bisschen zu bearbeiten. Ja, also er ist auf jeden Fall ehrlich, weil er ist jetzt nicht irgendwie hier schön gemacht worden oder irgendwie eine Motorwäsche oder so ein Quatsch, sondern der ist, wie er ist, der tropft ein bisschen, auch zwei, drei Tropfen vielleicht mehr, wie er müsste oder sollte. Denn wir wissen, wenn kein Öl mehr tropft, dann heißt es nur, dass kein Öl mehr drin ist. Und das wäre natürlich fatal. So, Getriebe sieht soweit erstmal ganz gut aus. Alles, was hier kommt oder was man sieht an Getriebe oder an Öl, das scheint vom Motor zu kommen. Das scheint sich dann so ein bisschen durch den Fahrtwind nach hinten zu verlagern. Zum Rahmen kann ich mal was sagen. Und zwar ist das so, den schaue ich mir jetzt auch gerade das erste Mal an. Aber der Rahmen, der sieht wunderbar aus. Der hat hier vorne, ganz vorne, so eine kleine Stelle mit ein kleines bisschen Flugrost. Das kann man mal machen, aber das ist überhaupt nicht der Rede wert und das ist jetzt auch keine große Arbeit. Wir haben das Auto ja damals in Los Angeles gefunden. Anhand der VIN-Decoder haben wir festgestellt, dass er in Fremont, Kalifornien auch gebaut worden ist oder ausgeliefert worden ist. Also ist die Vermutung nahe, dass es wahrscheinlich auch schon immer ein Kalifornien-Auto war. Bodenbleche brauchen wir gar nicht weiter darüber zu reden. Die sehen erstmal wirklich solide aus. Hier die Schweller und sowas, die sehen auch alles gut aus. Haben sogar noch die ganzen originalen Schweißpunkte, also das ist auch alles super. Die Kurbelwelle, die wurde gewuchtet, die wurde nämlich in Deutschland auch gewuchtet. Da hat sich der Kunde nämlich die Mühe gemacht. Dem hatte das irgendwie nicht gepasst, das heißt, die ist fein gewuchtet. Und die Yokes, die wurden auch dementsprechend gleich nochmal mit angepasst. Also das sind so kleine Arbeiten, die dann auch schon alle gemacht worden sind. Das Coole an der ganzen Nummer hier bei dem Auto ist, dass, soweit ich weiß, eigentlich alles eingetragen ist. Sei es die Felgen, sei es die Reifen. Hier ist alles drin. Das heißt, hier kannst du einsteigen und hast keine Sorgen vor der Rennkommission. Hinten angekommen, schauen wir uns jetzt nochmal hinten das Fahrwerk an. Wie ich vorhin schon kurz erwähnt hatte, wir haben hinten Hijackers. Die können mit dem Ventil hier oben, können die dann befüllt werden, beidseitig. Also, wer den Wagen gern höher oder tiefer hat, das lässt sich gut einstellen. Die Buchsen hinten wurden auch erneuert, ebenso hier oben. Das sind sogar Polybuchsen, wenn ich das richtig sehe. Federn sind neu. Reifen hinten haben DOT 16, Reifen vorne haben DOT 15. Also da hat man auch seine Ruhe. Das geht soweit. 10 Bolzen Hinterachse. Und ansonsten auch noch mal ganz spannend sind natürlich wie bei jedem Klassiker die Endspitzen. Und da können wir sagen, dass die schon mal geschweißt worden sind. Aber das ist jetzt alles zu fest. Solide, also ich sehe da jetzt erstmal kein großes Problem. Hier würde ich sogar sagen, wurde noch gar nicht geschweißt, das sind doch die richtigen Bleche. Ansonsten auch hier die Bleche, die sie unterm Tank sitzen oder überm Tank sitzen, die sehen super aus. Auch hier ist der Rahmen wunderbar. Also hier würde man auch den Eindruck bekommen, dass es sich wahrscheinlich um ein Fahrzeug handelt, was unfallfrei ist, beziehungsweise was nie irgendwie einen schweren Treffer bekommen hat, so dass sich der Rahmen verzogen hat. Unfallfrei kann man bei 50 Jahren nicht sagen, das wäre auch verrückt. Aber zumindest sieht der Rahmen gerade aus. Das ist schon mal ein gutes Indiz. Wir wissen aber, dass der Vorbesitzer, ich glaube, es war die linke Seite oder die rechte Seite. Wir können uns das gleich mal auf dem Bild anschauen. Da hat er die Seitenwand hier in Deutschland nämlich machen lassen. Da war einiges an Spachtel drauf, das wurde mal getauscht. Ja, also das ist auch aus dem Kopf. So, also wie ihr seht, von unten sieht das Ding wirklich gesund aus. Um die Bleche muss man sich hier keine Sorgen machen. Viele Buchsen wurden erneuert, das passt alles. Ein bisschen ölfeucht ist er, können wir auch nichts dagegen sagen. Das sollte der neue Besitzer sich vielleicht mal genauer anschauen. Wir gehen jetzt raus, machen nochmal eine nette Tour. Das Wetter ist wunderbar, da sollte man das nutzen. Und er läuft schon. Kein großes Pumpen, kein großes Getrete oder irgendwas. Wunderbar. Wenn man will, hat er Saft, das passt. Vom Handling her kann ich sagen, also klar, dieses leichte
wie aus den amerikanischen Hollywood-Filmen, wo man links und rechts die ganze Zeit mit dem Lenkrad hin und her fuchtelt. Das ist hier gar nicht so doll. Natürlich muss man so ein kleines bisschen gegenarbeiten. Das ist aber einfach der Konstruktion des Fahrwerkes geschuldet. Ich könnte mal einen kleinen Bremstest machen. Bremst geradeaus, das heißt gleichmäßig. Ist auch schon viel wert. Er macht auf jeden Fall Laune. So viel kann ich schon mal sagen. Der ideale Wagen für einen Sonntag, um ein bisschen rumzucruisen. So, den schauen wir uns jetzt nochmal genauer von außen an. Wir haben heute wirklich Glück mit dem Wetter. Also die Sonne, die haut hier rein. Und die lässt natürlich auch den Lack so ein bisschen ja, wirken. Und man sieht den Schimmer, dieser seidenmatte Schimmer, der hier drüber geht. So, wir schauen uns mal an, was er unter der Haube hat. Das ist der allseits bekannte und typische 350er Motor, 5,7 Liter Hubraum. Wir haben ein TH400 Getriebe, also das ist schon das deutlich stärkere. Da gibt es gar keine Probleme auf der ganzen Fahrt, die wir gerade hatten. Wir haben ein schnelles Schalten, wir haben ein angenehmes Schalten, keine brutalen Shift-Kits oder irgendwas, sondern das ist super abgestimmt und das lässt sich angenehm fahren. Wir haben eine manuelle Bremse, wir haben aber Scheibenbremsen vorne und wir haben eine Servolenkung. Ich würde sagen, damit hat das Auto alles, was man eigentlich braucht. Die manuelle Bremse ist auch vollkommen ausreichend. Also wenn man ein Gefühl dafür bekommt, funktioniert das wunderbar. Wenn man will, dann funktioniert das wunderbar mit einem Holley-Vergaser. Das ist leider nicht die Regel. Wir erleben es auch immer öfter, dass die Holley nicht so eingestellt sind, wie es sein sollte. Und dann hat man auch Probleme mit denen. Hier bei dem Exemplar und bei der Einstellung ist es wirklich so, den drehst du um und der springt an, jederzeit. Ne? Also das ist wirklich schon super gemacht. Wir haben einen Kill-Switch-Schalter, damit einfach, wenn man den für eine längere Zeit stehen lässt, dass die Batterie immer noch frisch im Saft ist. Wir haben das Typenschild, was schon für Deutschland fertig gemacht worden ist. Wir haben die Headers, das heißt also die Krümmer, die sind auch drin, mit Thermoisolierung für die Zündkabel. Wir haben eine Pentronics Zündanlage insgesamt. Das hat einfach damit zu tun, dass der Vorbesitzer vorher mit der alten Zündanlage stehen geblieben ist, so ein bisschen Vertrauen in die ganze Sache verloren hat. Und seitdem er die jetzt drin hat, ist er rundum sorglos und hat auf jeden Fall immer Spaß daran. Edelbrock Luftfilter kann man mögen, muss man nicht. Aber da hier ja eh nicht alles original ist, passt das so ein bisschen zum Gesamtbild, ne? Von der Chevelle wurden 69 ungefähr 450.000 Chevelles gebaut. Darin sind inklusiert die Kombis und die Viertürer. Es gab aber den 300 Deluxe und das war ein Auto, was mehr oder weniger für die Drag Racer gebaut worden ist. Dadurch, dass wir eine B-Säule haben, haben wir mehr Steifigkeit. Wir haben einen Scheibenrahmen an der Tür und damit ist die gesamte Karosserie einfach noch ein bisschen fester und ein bisschen steifer. Diese Autos wurden ursprünglich und ganz häufig komplett nackig bestellt. Das bedeutet keine Servolenkung, keine Scheibenbremse, keine Bremskraftverstärker. Einfach nur, damit die Power da reingeht und geradeaus fährt. Für mehr war das nicht gedacht. Deswegen waren auch die Radhausschalen aus GFK oder aus Plastik. So war man einfach ein bisschen flexibler, was man da auf die Vorderräder setzt. Interessant ist zu wissen, von 450.000 Autos, die 69 gebaut worden sind, waren gerade mal 5.620 Stück 300 Deluxe Coupés. Also von all gebauten Coupés im Jahre 69 ist das hier die seltenste Form. So, wir schauen uns nochmal den Kofferraum an. Das ist ja auch immer ein wichtiger Faktor bei solchen
guten alten amerikanischen Klassikern. Also, zum Kofferraum ist zu sagen, alles was wir sehen, sieht gut aus. Die Oberfläche ist jetzt nicht mehr die schönste, da könnte man vielleicht nochmal so ein bisschen mit diesem Steinschlagschutz rübergehen. Ja, aber wenn wir uns das hier auch anschauen, die Seitenwand ist neu gekommen, die hatte ich vorhin kurz angesprochen. Das sehen wir hier, da ist der Steinschlagschutz auch ein bisschen anders als hier. Radläufe sehen soweit auch ganz gut aus, da ist nichts eingedrückt. Hier hinten sehen die Bleche auch gut aus. Also ja, das ist alles gesund. Vielleicht nicht unbedingt die schönste Form, weil das hier alles schon mal so ein bisschen nachbearbeitet wurde. Aber ja, wie gesagt, das ist im Rahmen ist das vollkommen in Ordnung. Er hat ein, zwei Kleinigkeiten, die jetzt nicht so schön sind. Wir haben auch hier am Chrom noch so eine kleine Abschürfung. Die Chromschuhstangen werden wahrscheinlich auch schon die ersten oder noch die ersten sein. Hinten auf der Rückseite haben wir auch ein, zwei kleine Parkdellen. Aber im Gesamtpaket und Konzept ist das wunderbar. Und ich denke, für den nächsten Besitzer ist es ein gutes Geschäft. Wir schauen, dass wir hier einen fairen Preis ansetzen, so dass das für beide Parteien sinnvoll ist. Es ist gar kein Problem, wenn sie von weiter weg kommen und sich vielleicht auch gar nicht die Mühe machen können, weil sie vielleicht auch gar nicht die Zeit haben. Wir können die Autos anliefern, das ist gar kein Problem, das ist sogar das geringste Problem. Wenn euch das gefallen hat, lasst uns einen Daumen da. Wir genießen heute noch das schöne Wetter, weil es ist schon lange her, dass es so schön war. Wir wünschen allen eine gute Fahrt und hoffentlich dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und auf Wiedersehen. We'll be right back.